Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir sind heute auf Außendreh in der Klinik, in der Swiss Mountain Klinik, und dann habe ich hier einen Herrn gefunden, einen Herrn gesehen. Das hat mich total überrascht. Er ist einer der Pioniere im Bereich der Dunkelfeldmikroskopie. Er hat das damals noch von einem Schüler von Enderlein gelernt, betreibt das jetzt über 50 Jahre und bildet weltweit Ärzte aus in der Diagnostik mit Dunkelfeldmikroskopie. Er ist heute da und ich möchte mit ihm nach seinen unfassbaren Erfahrungsschätzen von über 50.000 Therapien, die er schon gemacht hat, oder Blutanalysen, einfach mal ein bisschen Tuchfühlung gehen, einmal erklären, was ist eigentlich eine Dunkelfeldmikroskopie, ist das jetzt wirklich Esoterik, ist das Wissenschaft, das will ich wissen, bleiben Sie dran, wir legen gleich los. Ja, und da sind wir wieder. Jetzt darf ich Ihnen den Karl-Heinz Wickert vorstellen. Da ist er. Ja. Ganz herzlich willkommen, lieber Karl-Heinz. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich freue mich hier sehr. Du bist ja gerade hier, weil du eine weitere Ärztin hier im Haus ausbildest im Bereich der Diagnostik. Richtig, die sozusagen neu hier zugekommen ist. Beide sind zwei Ärzte sozusagen, die hier neu zugekommen sind, denen ich nochmal eine neue Einweisung gegeben habe. Mhm. Und gleichzeitig wollte ich auch gleichzeitig die Geräte nochmal, die werde ich immer zwischendurch, komme ich hier immer öfter hin und kontrolliere die Geräte mal, dass das alles auf dem neuesten Stand auch ist. Mhm. Ne, in die Richtung. Ich hatte mal ein Gespräch mit der Chefärztin hier, der Frau Dr. Petra Wiechel, und sie hat mir einfach gesagt, ihr kommen manchmal die Tränen vor lauter Demut und Rührung, wenn sie das Blutbild im Dunkelfeld anschaut, und zwar nicht nur im Moment, sondern auch sieht, wie das lebt, nach 3 Stunden, nach 6 Stunden, nach 12 Stunden, wie sich das verändert. Und das interpretiert sie als Ganzes, also nicht die Momentaufnahme, sondern den Verlauf. Mhm. Und da hat sie wirklich Tränen in den Augen gehabt. Und das ist ja etwas, was du ja immer schulst. Man darf nicht einfach nur schnell schauen, genau, und fertig. Man muss sich das also etliche Stunden anschauen. Das Blut lebt ja darunter. Man wartet eigentlich so lange, bis das Blut zerfällt. Das ist ja so ein Vakuum. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einführung. Dunkelfeldmikroskopie unterscheidet sich vom Hellfeld, kann man sich ganz gut erklären. Wenn man zum Beispiel in einem Raum ist und die Sonne reinscheint, dann sieht man die Staubpartikelchen. Ja. Aber die Staubpartikel sind ja auch da, wenn ich normal in dem Raum bin. Oder jetzt hier im Scheinwerferraum sieht man die auch. Mhm. Das heißt, der Unterschied ist, beim Hellfeld habe ich sozusagen nur das normale Licht. Und beim Dunkelfeld habe ich das, als ich die Staubpartikel sehe. Also die sind immer da, aber die werden eigentlich gar nicht genutzt, weil wir im Grunde genommen alles im Hellfeld angucken. Mhm. Und im Dunkelfeld kann man also diese Strukturen erkennen, deshalb sieht man die im Hellfeld nicht, weil es genau wie das der Staub ist, den man sozusagen bei dem Sonnenscheine bekommt. Also das ist eigentlich der Unterschied dabei. Wir schauen also sozusagen in die Ebene rein und können dadurch diese ganzen verschiedenen Mikroorganismen sehen, die man im Hellfeld ja nicht sieht. Mhm. Das ist der Unterschied dabei. Ich habe schon einige Experten hier gehabt, die sagen immer wieder, einer der begnadetsten Experten weltweit, die jemals existiert hätten, wäre eben der Herr Enderlein gewesen, der eigentlich nie so richtig zu seinem verdienten Ruhm gekommen ist. Und da frage ich mich immer noch, wieso denn eigentlich nicht? Naja, das Problem ist natürlich in der Medizin, dass Enderlein einen ganz anderen Weg gewählt hat. Er sagt ja zum Beispiel, diese Mikroorganismen sind unterschiedlich, können sich sozusagen in verschiedene Stufen, das nennt sich also Pleomorphismus, eine Vielgestaltigkeit. Aber die Schulmedizin hat einen etwas anderen Denkansatz. Die sagt natürlich, ein Streptococcus bleibt immer ein Streptococcus, also ein Bakterium. Mhm. Aber Enderlein sagt, nein, wenn das Milieu sich verändert, das nennt sich Mochlos, das Schloss, wenn die Mochlolyse entsteht, dann verändert sich das und es kann dann zu einer anderen Stufe werden. Mhm. Und das ist das, was ja das Besondere noch dabei Enderlein ist gewesen, dass er natürlich Medikamente dazu entwickelt hat, die diese Regulation wieder in Ordnung bringen können. Mhm. Das ist also eine ganz tolle Möglichkeit. Also diese Sanomittel, die dazu gehören, die sind eigentlich sehr gut. Man kann auch andere Sachen nehmen, aber die Sanomittel bringen diese Regulation wieder in Ordnung, dass das System wieder normal wird, kann man sagen, in die Richtung. Ne? Darüber müssen wir gleich sprechen. Du hast mir ein Bild mitgebracht, das halte ich jetzt mal so in die Kamera. Mhm. Ja, man sieht das so, genau, jetzt habe ich es in der Mitte. Kannst du das mal interpretieren? Da sieht man auf der linken Seite das obere Bild, das ist eigentlich relativ gesundes Blut. Man sieht also da die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, die da sehr gut einzeln sehr schön liegen. Mhm. Und die müssen natürlich auch verformbar sein, weil wenn die durch die kleinen Kapillaren durchgehen, die haben also eine Größe von 7 Mikro und die müssen auf 3 Mikro runtergehen, sonst würden die gar nicht in die kleinen Gefäße durchgehen in dieser Richtung. Und dann sieht man rechts im Bild, das ist die sogenannte Geltraumbildung auf der rechten Seite oben, ne, oben rechts. Das hat er, genau, das hier, da sieht man diese massive Geltraumbildung.
Da sage ich gleich später nochmal was Spezielles zu der Geldhornbildung. Also da sieht man, dass das Blut total verklumpt ist und dadurch eben wenig Sauerstoff aufnehmen kann, auch wenig Nährstoffe in dieser Richtung. Und man sieht ja, dass auch im Plasma gar nichts ist, weil sich alles in der Zelle noch befindet. Und dann haben wir links unten das Bild. Genau, da sieht man, genau, da sieht man die Strukturen, die sich alles im Blut befinden können, die wir beobachten und dann auch auswerten können. Und hier haben wir dann diese Das ist ein weißes Blutkörperchen, genau, der muss, ist ganz wichtig, der muss aktiv sein. Das heißt, er muss die Phagozytose machen, er muss also durchs Blut durchschwimmen und sozusagen alles auffressen, sozusagen auch, was hier nicht hingehört. Und das ist bei vielen Menschen heute nicht der Fall. Durch den Dauerstress, den viele Leute haben, ist es so, dass diese weißen Blutkörperchen überhaupt keine großen Aktivität machen und dann passiert eins, dass die ganzen Giftstoffe oder alles, was im Blut nicht hingehört, nicht abgebaut werden kann. Und das kann dann die Folge haben, dass man auf das rechte untere Bild dann sieht, dass sozusagen diese Prozesse in der Zelle sich nur noch abspielen und nicht mehr nach außen gehen, weil wir brauchen das ja ins Plasma und das ist ja ganz wichtig, wenn das wieder ins Plasma zurückkommt, dass dadurch automatisch die weißen Blutkörperchen müssen dann aktiv sein, die es dann abbauen können. Also das ist die Hauptstruktur. Aber wenn ich diese Bilder so sehe, das ist ja ganz klar eine Diagnostik. Und ich kann doch daraus etwas interpretieren. Was sagt denn die Schulmedizin, wenn sie solche Bilder sieht? Die Schulmedizin guckt sich das gar nicht im Dunkelfeld eigentlich an. Die guckt sich eigentlich nur, die Dunkelfeldmikroskopie wird in der Schulmedizin meistens nur, um Spirochäten festzustellen, zu sehen. Also dafür nutzt man die. Ansonsten macht man das Dunkelfeld gar nicht. Als ich vor fast 50 Jahren das erste Mal zu der Firma Zeiss kam und verlangte, dass ich gerne ein Dunkelfeldmikroskop haben wollte für die Medizin. Da waren die ganz erschrocken, haben wir noch nie gebraucht, aber gar nicht dafür. Die haben alles nur Hellfeld verkauft. Da kam extra jemand von Zeiss, der dann sozusagen uns diesen damals den speziellen Kondensator dafür gemacht hat, dass wir das auch im Dunkelfeld sehen können. Und es hat natürlich heute einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Aber leider hat sich das dann auch ein bisschen verselbstständigt, dass heute so viel in ins Blut reininterpretiert wird, was natürlich im Grunde nicht gerade ideal ist, was auch die Methode nicht gerade förderlich ist. Es gibt, gleich fangen wir gerade mit den Geltraumphänomenen an. Diese Geltraumbildung, die dann entsteht, die wird ja oft als Darmbelastung dargestellt. Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Die roten Blutkörperchen sind eigentlich so im Körper, dass sie wie Ping-Pong-Bälle sich abstoßen. Sind ja negativ geladen. Genau, negativ, und genau. Die stoßen sich immer ab und so weiter. So muss das auch sein. Und wenn jetzt natürlich eine Belastung da ist im Blut, also im roten Blutkörperchen ist eine Veränderung da ist durch hohe Eiweißbelastung, dann führt es dazu, dass die Oberflächenspannung sich ändert und sich die zusammenballen. Dadurch entsteht die Zusammenballung in dieser Richtung. Deshalb muss man die Geldraumbildung so ein bisschen differenzierter sehen, auch durch jemand zum Beispiel, der mit dem Handy telefoniert hat, der kann diese Geldraumbildung bekommen, aber wenn es, das ist eigentlich ein mechanischer Prozess, der nach etlichen Stunden sich wieder auflöst und deshalb muss man sich das Blut auch so viele Stunden angucken, weil diese Geldraumbildung, die durch das Handy, durch die Elektrosmog entstanden ist, kann sich nach 5-6 Stunden auflösen. Also kann ich das gar nicht vorher richtig beurteilen. Aber deshalb, in dieser Zeit ist es ja nicht gut. Ich meine, wenn der Elektrosmog hat eine positive Ladung, dann macht natürlich die negativen Ladungen der einzelnen Blutkörperchen ja kaputt, die sich gegenseitig abstoßen. Dann habe ich diese Geldrollenbildung. Und in dieser Phase drin habe ich doch irgendwelche gesundheitliche Relevanzen, oder? Du hast einen großen Dauerstoffmangel, ist natürlich klar. Sauerstoffmangel. Ja, genau. Und Transportschwierigkeiten auf jeden Fall in der Richtung. Okay, aber der Körper reguliert sich wieder selber. Der Körper reguliert. Das sieht man nach 3-4 Stunden. Ich habe sehr viele Leute, die mit dem Handy ankommen oder telefoniert haben, gerade im Auto auch. Danach, nach 3-4 Stunden löst sich das auf. Wenn aber jemand schwer erkrankt ist, dann hat sich diese Oberflächenspannung des Erythrozyten, also des roten Blutkörperchen, so verändert, dass sie wirklich verklebt bleiben. Und das kann man nämlich dann erkennen. Und dadurch kann man erkennen, wenn man jetzt 8 oder 10 Stunden sich das anguckt, wie das auch hier in der Klinik natürlich gemacht wird. Es wird also wirklich auch so lange beobachtet. Und dann kann man erkennen, ist es wirklich nur eine mechanische Sache oder ist es wirklich eine pathologische Erkrankung? Das ist eigentlich sehr gut daran zu erkennen. Aber ich hatte schon mit Dunkelfeld-Experten zu tun, in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich wusste nicht, mit was für Qualität an Therapeuten ich da zu tun hatte. Aber die haben eigentlich kurz es angeschaut. Sie haben zuerst mal das Blut aus dem Finger genommen, so rausgedrückt. Jetzt, genau, das nehmen wir eigentlich nicht. Wir nehmen das, also Enderlein hat das beschrieben, man soll es aus der Endschrombahn nehmen. Und die Endschrombahn ist eigentlich zwar der Finger, aber das Ohr ist viel besser, weil ich gehe mal von aus, die meisten Leute kommen heute mit dem Auto in die Praxis, die sind Auto gefahren, die haben ständig am Lenkrad gesessen, die haben sich hier schon die Finger gequetscht. Also habe ich schon. Das Blut ist doch schon. Ja, das ist also deshalb ist es ideal. Ich habe ganz selten einen erlebt, der morgens sich das Ohr drückt oder so klebt. Das macht man eigentlich nicht. Deshalb ist das Ohr ideal dafür. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass die Leute grundsätzlich nüchtern müssen die kommen. Wenn die nicht nüchtern sind, kann man gar nicht das System richtig beobachten.
Das Nüchterne ist eigentlich das Wichtigste dabei, weil wir dann die weißen Blutkörperchen sehen können, dass die sozusagen auch in einer rohen Phase, weil wenn ich was esse, habe ich ja die Verdauungsleukozytose. Das heißt, dadurch sind die automatisch aktiv. Aber in der Ruhephase ist wichtig, will ich wissen, ist der Körper auch da in der Lage, die Regulation durchzuführen. Und das ist ja, ist das Nüchterne ist eigentlich das Große. Und wenn die Leute nur Kaffee getrunken haben, Kaffee sind Fett, ist Fett mit drin im Kaffee, Kaffeebohnen der Fette. Das heißt, dann sieht man im Blut so kleine Pünktchen, das sind aber nicht das, was wir eigentlich sehen wollen als Abwehrkräfte, sondern das sind Chylomikrome, das sind die Fettteilchen. Und die kann ich dann nicht unterscheiden, ist das oder das. Mhm. Und deshalb ist das Nüchtern eigentlich das Wichtigste als Kriterium. Also eine seriöse Diagnostik. Das machen wir hier in der Klinik auch. Genau, die Leute werden morgens nüchtern bestellt. Mhm. Es wird Blut abgenommen und dann wird sich das den ganzen Tag über angeschaut und wird dann interpretiert und aufgebaut. Was vielleicht auch noch wichtig ist dabei, man kann im Dunkelfeld, das hat Inner noch nie beschrieben, keine Krankheiten erkennen. Das ist auch so ein Punkt, was oft verkehrt gesagt wird. Aber genau das höre ich doch anders. Da hatte ich eine Dame, die hat wirklich bei jedem zweiten Patienten Borrelien-Diagnostik. Naja, also gerade bei Borrelien muss man natürlich sagen, wenn man sich damit beschäftigt hat, Borrelien sind erstmal sehr lichtempfindlich. Das heißt, wenn das Mikroskop Licht anschaltet, sind die vielleicht weg. Und die sind auch oft im roten Blutkörperchen. Also ich habe noch keine gesehen, aber okay, wenn das die Leute gesehen haben, ich kann das also nicht nachvollziehen. Und ich habe bei so vielen Tausenden, die wir gemacht haben, also nie diese Borrelien gesehen. Mhm. Wir sehen natürlich andere Mikroorganismen, die auch Enderlein eigentlich beschrieben hat, aber das hat er auch nie beschrieben in seiner Richtung. Und damals gab es auch schon Borrelien, das ist ja nichts Neues. Und gestern Abend im Vorgespräch hast du mir noch gesagt, eigentlich erkennt man nur irgendwie 10 verschiedene Bilder, habe ich so irgendwie noch im Kopf gehabt, über das Dunkelfeldmikroskop. Was meinst du? Irgendwie hast du mir gestern gesagt, man erkennt eigentlich nur 10 verschiedene unterschiedliche Dinge. Ja, genau. Man gibt gewisse Strukturen, die man im Blut sieht, dass die von Enderlein beschrieben sind. Das nennt sich dann Symprotite, verschiedene Namen und so weiter. Und die sieht man nur im Blut. In einem gesunden Blut würde man eigentlich nur sehen die roten Blutkörperchen, die weißen und dann auch die Lymphozyten dazu. Mehr sieht man eigentlich gar nicht in dem Dunkelfeld. Mhm. Und dann kann man später erkennen, wenn man jetzt etliche Stunden das angeguckt hat, was sich im Blut verändert hat. Das heißt, diese speziellen Mikroorganismen, die wir dann sehen, Bakterien, Strukturen und so weiter, dafür hat der Enderlein eigentlich ganz tolle Medikamente entwickelt, also naturalkundliche Sachen, die die Regulation wieder in Ordnung bringen. Weil man muss grundsätzlich diese hochvalenten Strukturen, die sich da entwickelt haben, die muss man wieder in diese Protitphase, also in diese einfache Struktur zurückwandeln, weil dann kann der Körper die erst ausscheiden. Mhm. Und deshalb muss man dafür sehr viel der Unterstützung, man muss immer die Leber, Niere und Lymphe machen, damit die auch die Ausscheidungswege geöffnet sind. Wir sagen immer, die Schleusen müssen geöffnet werden. Mhm. Und da sollte man auch möglichst, dass man eins macht, dass man, wenn man ein Nierenmittel gibt, dass man immer einen Tag Pause dazwischen macht. Wir brauchen immer einen Reiz und eine Antwort darauf. Und dass man, manchmal wird es unbewusst zu viel gegeben, aber im Dunkelfeld kann man sehr schön erkennen, weil ich also in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, ja, also manchmal wochenlang Patienten täglich beobachten konnte das Blut und gesehen habe, der Körper braucht eine gewisse Zeit, um diese Regulation durchzuführen. Und manchmal ist zu viel, ist dann wirklich auch zu viel in den Organismus und dann schaltet der Organismus ab und geht sozusagen in so einen Stresssituation-Modus rein und dann macht er gar nichts. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Wir wollen ja gerade eine Heilungsphase damit aktivieren. Mhm. Und das wird natürlich dann nicht gemacht. Und das ist natürlich sehr wichtig dabei, dass man darauf achtet. Mhm. Du hast ja weltweit eigentlich Experten ausgebildet im Bereich Dunkelfeld. Genau, ich habe zum Beispiel die Ärzte in Portugal ausgebildet. Ich habe in Rumänien die Leute ausgebildet. Gerade in Rumänien muss man sagen, Ostblockländern, die haben auch nicht so viel Geld. Die können sich nicht ein MRT und CT-Gerät so einfach kaufen. Die waren also sehr glücklich und haben auch ein sehr gutes Bewusstsein für diese Methode gehabt. Und dann habe ich in Portugal ausgebildet, in Österreich habe ich, in Wien habe ich auch eine Ausbildung mit den Leuten gemacht. Und diese Leute, muss ich sagen, haben das so von der Struktur gelernt, wie ich es eigentlich von meinem Chef, der ein Schüler von Enderlein, übernommen habe. Mhm. Und ist nichts reininterpretiert, weil da wird leider psychische Sachen reininterpretiert. Also für mich muss es immer, für mich heißt es immer, es muss reproduzierbar sein. Und wenn es nicht reproduzierbar ist, ist es für mich auch nicht so wissenschaftlich in dieser Richtung. Es kann ja, was heute Hokus Pokus kann ja morgen Wissenschaft sein, aber da muss es reproduzierbar sein. Mhm. Und solange das nicht ist, ist es nicht meine Welt. Mhm. Und das möchte ich auch nicht, weil im Grunde genommen ist es das, was Enderlein eigentlich nie gewollt hat. Mhm. Nee? Und trotzdem hast du ja auch sehr viel Widerstand erlebt und immer sehr viele Experten, sogenannte Experten, auch wieder überzeugt davon. Ich habe viele, gerade auch sehr viele Ärzte, weil es ist eigentlich sehr oft in Deutschland, vor allen Dingen auch sehr viel mit Heilpraktikern, die Methode auch machen. Und aber ich habe sehr viele Ärzte auch, muss man sagen, die sich also
viele Ärzte, muss ich sagen, die wir dazu bekommen haben, sind Ärzte gewesen, die das erst richtig angefangen haben, als sie in Ruhestand waren. Die haben gesagt, das war immer so meine Sache, das wollte ich gerne mal machen, aber ich hatte nie die Zeit dafür. Weil man muss natürlich denken, ein normaler Arzt kann sich das gar nicht in der Praxis erlauben. Der kann ja nicht für ein Blutbild 10 Stunden sich das Blut angucken. Wer soll das denn machen? Das geht gar nicht. Mhm. Deshalb ist es eigentlich mehr so ein Außenseitersystem geworden. Mhm. Aber was ich erfahren habe, das fand ich ganz interessant, in Rumänien, als wir auf einem Kongress waren, da war ein russischer Arzt dabei und er sagte, die Astronauten, die in den Weltraum fliegen von Russland aus, die werden mit dieser Enderlein-Methode, ich sagte Darkfield, der hat gesagt, ja, aber nach Enderlein, die werden also sozusagen, wenn die rauffliegen, untersucht und wenn die wieder runterkommen. Also man guckt sich das an. Also da hat man etwas einen anderen Stellenwert, als es hier in Deutschland in dieser Richtung geht, oder in Europa kann man mehr sagen, in der Richtung. Ne? Und man kann natürlich auch sehr viele Schadstoffbelastungen sehen. Heute im Blut kann man sehen, die kann man sehr häufig sehen. Und das sind richtige Ablagerungen. Das ist, der Körper versucht ja, so die Depots zu bilden, um diese Ablagerungen abzukapseln. Das macht er eigentlich immer, egal was nicht dazugehört. Interessant ist zum Beispiel bei den Amerikanern. In Amerika nimmt man sehr viel Drugs, also viele, die nehmen manchmal so 20 Vitaminsachen. Und da sind ja auch Farbstoffe drin. Und diese Farbstoffe lagern sich dann auch immer in diesen Ablagerungen ab. Man sieht dann richtig diese Farbpunkte. Ich habe mich am Anfang gewundert, ich gedacht, wieso haben die Deutschen das nicht? Und dann ist mir aufgefallen, die nehmen ja diese ganzen Sachen, die haben manchmal 20 Stück, habe ich gesehen, auf der medizinischen Woche hauen die sich da die Sachen rein. Und dann lagert sich da die Farbstoffe. Dadurch haben die diese Farbpunkte, die wir eigentlich in Europa gar nicht haben, weil wir gar nicht so viel Sachen in dieser Richtung nehmen. Ne? Schon sehr interessant zu sehen. Und die kann man auch wieder abbauen. Es gibt da Möglichkeiten, auch vielleicht interessant, dass man bei Zahnärzten sehr häufig sieht, diese, die auch sozusagen Amalgam aus den Füllungen rausnehmen, dass die automatisch, auch wenn sie es nicht glauben, oft diese sozusagen diese Dämpfe mit einatmen und dann das eigentlich auch im Blut widerspiegelt. Und das kann man auch sehr gut wieder abbauen. Man kann, also es gibt Möglichkeiten mit der Sanumtherapie, das wieder, dass man das zurückmacht, weil das ja nicht gerade gut ist, wenn man so große Ablagerungen im Blut hat, die können sich auch festsetzen, die können sich zu Thrombosen und solche Sachen führen. Und deshalb ist das ganz gut, wenn man diese Möglichkeit hat, das wieder abzubauen in der Richtung. Ne? So Schadstoffbelastungen führen dann eigentlich zu diesen Geldrollenbildungen? Oder? Nee, Schadstoffe sind mehr solche Ablagerungen, sag ich mal, sogenannte Symblasten in sich, das sind so Ablagerungen, wo der Körper das Depot bildet. Und das sieht man im Dunkelfeld? Das sieht man im Dunkelfeld, das sieht man. Und man sieht ja auch, das ist das Schöne daran, dass die reproduzierbar ist, man sieht, wenn man diese spezielle Therapie damit macht, mit den Sanomitteln, dass diese Schadstoffe abgebaut sind, dass sie nicht mehr da sind. Nur man kann bei den Schadstoffen, die man im Dunkelfeld sieht, kann man nicht sagen, das ist Amalgam oder so. Das kann alles sein. Ich hatte zum Beispiel mal, wir hatten einen Patienten, der am TÜV arbeitet und ständig die Abgasuntersuchung machte. Der hatte massenweise die Schadstoffbelastung drin. Warum? Weil er diese Abgase, der Körper hat das umgesetzt. Also ich konnte nicht sagen, das hat mit Amalgam zu tun. Das ist auch so ein Punkt, dass man einfach sagt, das ist Amalgam, das hat mit Amalgam gar nichts zu tun. Es ist einfach nur Schadstoffe, die der Körper nicht umsetzen kann, die versucht er in solche Depots zu lagern. Man muss dann natürlich nachgucken oder kontrollieren oder fragen, was könnte das sein in der Richtung. Ne? Aber das ist schon sehr wichtig, weil diese Stoffe, diese Ablagerung, die können auch sehr gefährlich werden auf Dauer, ne, für den Patienten. Ne? Jetzt hast du mir gestern gesagt, du hast 50 Jahre lang Erfahrung gemacht, über 50.000 Blutbilder angeschaut. Ja. Wie sieht denn heutzutage das Blutbild eigentlich unserer Europäer aus, Deutschland, Österreich, Schweiz? Genau, man kann also sagen, dass sich das Blut in den letzten 10 Jahren total verändert hat, zum Negativen. Also ich habe früher, kann man sagen, man könnte sagen, früher hat man bei 10 Untersuchungen 2 schlechte Blutbilder gehabt und heute hast du bei 10 9 schlechte. Also das ist ganz selten. Ich habe gerade jetzt mal jemand eingehabt, von der Sporthochschule jemand, dem ich Blut abgenommen hatte, der eigentlich auch dieses Intervallfasten macht. Und der hatte, muss ich sagen, ein super Blutbild. Auch noch nach 20 Stunden, hatte keine Ablagerung, hatte weder Bakterien noch diese Sachen. Also alles, die man regulär als pathologisch sind, waren bei dem nicht zu finden. Also das fand ich schon sehr beeindruckend, weil ich schätze, durch seine Lebensart, wie er das macht und auch sehr biologisch ernährt, das muss man auch vielleicht dabei sagen. Ich bin davon überzeugt, wenn man heute nicht alles biologisch an Lebensmitteln kauft, hat man schlechte Karten. Ich habe mal ein Experiment gemacht. Ich habe zum Beispiel Staudensellerie in einer Plastiktüte gelassen, auf den Balkon hingestellt und einmal ein biologisches und einmal ein normales, was man konventionell kauft, und habe das dann nach 8 Tagen in der Sonne
aufgeschnitten, die Tüte, das könnte jeder mal machen, dann hat mir das, sozusagen, was jetzt sich zersetzt hatte, das, was nicht biologisch war, stank nach dieser Gülle, die man auf dem Feld hat. Und bei dem anderen war es nur eine Flüssigkeit, es war kein Geruch drin. Das heißt, im Grunde genommen essen wir diese Stoffe alle wieder mit und das ist natürlich bestimmt nicht gut für unseren Organismus. Ne? Und wenn ich jetzt das Bild nochmals hier in die Kamera halte, das Blutbild, wo du jetzt gesagt hast, was bei 9 von 10 nicht mehr gut ist, sieht das dann effektiv dann schon so in dieser Gelbraumbildung? Ja, sieht in dieser Richtung. Also sehr viele Leute haben diese Gelbraumbildung, die eben natürlich durch diese Schadstoffbelastung natürlich alles hängt damit zusammen. Es sind viele Parameter, die zu einem Gesamtbild führen, muss man sagen. Das heißt, wir haben die Schadstoffe, die uns belastet, ob da weiter, dann haben wir zu wenig Sauerstoff. Sauerstoff, das entsteht dadurch auch jetzt gerade auch durch die Masken, muss man natürlich sagen, kriegen die Leute ja noch weniger Sauerstoff rein. Das ist also auch nicht so gerade bestimmt gesund für den Menschen. Nee, wir haben viel mehr CO2, was wir eigentlich ausatmen, atmen wir wieder ein. Also das ist, kann auch nicht gesund sein. Und da kommt der Energiemangel. Und dann kann der Körper sich weniger schnell regenerieren. Und der Stress, vor allem den Dauerstress, den Leute haben. Es ist ja heute so, man muss immer dran denken, deshalb entstehen diese Strukturen, also gerade auch diese Gelbthrombin auch sehr stark, wenn die Leute im Stress sind. Man muss sich ja vorstellen, wenn ich in einer Stressphase bin, dann weiß der Körper aus der Urzeit, beim Stress gibt es nur Flucht und Angriff. Also ich sage immer, die Leute, die so ein Dauerprogramm haben, wir haben sehr viele Manager oder so, die sind so immer auf der Flucht. Und wenn du auf der Flucht bist, was passiert dann in erster Linie? Dann wird der Körper sich in erster Linie um Reparaturen kümmern, sondern er wird sich da kümmern, dass du deine Muskulatur nicht nur, dass du weglaufen kannst vor dem Löwen. Logisch. Und was passiert als Nächste daraus? Was muss natürlich sein? Es muss natürlich der Blutdruck höher gehen, ist ganz normal. Wenn ich schnell laufe, habe ich einen höheren Blutdruck, als wenn ich jetzt sitzen würde. Also ist der hohe Blutdruck, den wir heute oft bei vielen Menschen erleben, hängt, wenn wir das den Stressfaktor runterfahren, geht der Blutdruck auch wieder in die normale Richtung. Ne? Wird auch nicht drüber nachgedacht in dieser Richtung. Ne? Dass man mit so einfachen Sachen das mal probieren kann. Wenn wir so im Stressmodus sind, ist auch noch interessant, dann stellt auch das Hirn um auf das Reptilienhirn, das heißt die Echse in uns. Genau, richtig, genau. Ja, die Echse, genau. Das sind, also genau, das sind also die alten Parameter, die uns aus dem Urprinzip noch da sind und die uns auch weiter behalten sind. Ne? Jetzt ist es ja so, hier im Haus gibt es ja auch diese sogenannte Inosphärese, da wo das Blut ja gewaschen wird. Und wenn man das jetzt nochmal so anschaut, wie also, das Blut ja ausgesehen hat, jetzt bei einem Patienten. Genau, bei sehr vielen Patienten sieht es so aus und nach der Inosphärese sieht es genauso auf der, wie auf der linken oberen Seite aus. Also es ist so enorm, wie sich so das verändert hat. Und das habe ich hier im Hause sehr bei sehr vielen Leuten gesehen. Und das heißt, die Leute fühlen sich natürlich auch ganz anders. Ist ja nicht so, das muss man auch mal sagen. Das Blutbild hat ja auch, zeigt ja auch so die Symptomatik der Leute. Das heißt, wir haben ja oft Patienten, die sehr schlechte Blutbilder haben, sehr krank kommen und nach 1-2 Monaten, wenn sie eine Therapie gemacht haben oder hier im Hause auch, dass sie sich ganz anders fühlen. Also auch das sieht man schon daran, dass eben das Blutbild, für mich ist es immer so ein Kontrollsystem, was man hier machen kann. Das macht man ja in der Klinik auch. Man nimmt ja Blut ab am Anfang, guckt später nochmal rein und sieht dann und kann dem Patienten auch optisch mal zeigen, das hat sich bei ihnen verändert. Und das ist auch für die Psyche ganz wichtig, das Menschen. Weil ich denke immer, wenn das passiert, da muss ich auch was sehen können. Und das kann man im Dunkelfeld den Leuten sehr schön zeigen. Und das sehe ich auch hier im Hause, dass die Patienten dann ganz angetan sind und dann auch sagen, ja, ich fühle mich ja auch ganz schon anders. Und ich, jetzt sehe ich es auch mal, wie es anders geworden ist, weil sie am Anfang auch sehen, dass es bei ihnen nicht so gut aussieht. Und das ist auch eine Motivation, finde ich, für das Personal, dass sie sehen, Menschenskinder, unsere Technik, die wir einsetzen, die funktioniert. Ne? Das ist genau das Gleiche, weil man hier im Hause auch das strukturierte Wasser hat, habe ich das auch gesehen. Das ist ja eine tolle Sache, dass das überhaupt in diesem möglich ist, dass die Leute es trinken können, weil sie damit genau das haben, was die Zelle braucht. Und wir müssen davon ausgehen, und das vergisst man immer wieder, man braucht eigentlich, um den Körper zu entgiften oder so, oder muss man Wasser ohne Kohlensäure trinken. Wasser mit Kohlensäure ist eine gesättigte Lösung und da kann man nichts entgiften. Ich glaube, darüber machen wir eine eigene Sendung, weil das also, brauchen wir auch unsere 25 Minuten. Ja, das ist klar, auf jeden Fall. Aber unterm Strich wichtig, die Patienten, die nach der Inosphärese ein sauberes Blutbild hatten, die haben letztendlich wieder eine erhöhte ATP-Produktion. Richtig. Ihre, sagen wir auch, Energielosigkeit wird aufgefüllt. Sie haben wieder Energie. Richtig. Jetzt müsste man eigentlich nur noch die Aufklärung machen, dass man nicht wieder alles vermüllt. Richtig, das ist nicht jetzt wichtig, dass man eben für die Ernährung muss man anfangen, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Das Erste, die Leute müssen versuchen, auch ein Bewusstsein für solche Sachen zu entwickeln. Mhm. Und wenn du heute, das ist ganz normal, wenn ich heute Industrieprodukte esse in dieser Richtung, die Industrie will uns ja nicht Schlechtes, aber sie kann ja nur Sache auf lange Zeit herstellen, wenn sie solche Zusatzstoffe alle nimmt, die aber für unseren Körper wie Fremdkörper sind. Die kennt der Körper ja auch gar nicht. Konservierungsstoffe. Kennt er gar nicht. Ja, ne? Und
Ich kann nicht wissen, was da mit den Bakterien passierte in unserem Darm. Naja, das wollte ich gerade sagen. Und das sieht man ja daran schon, das ist ja relativ komisch an, aber es ist wirklich so. Man braucht ja nur gucken, wenn man im Internet mal guckt, bei der Toilettenindustrie, wie das Papier immer mehr die Leute benutzen. Warum? Weil sie eben Darmstörungen immer mehr haben. Die haben breiigen Stuhl und dieser breiige Stuhl führt oft dazu, dass sie auch Kalium verlieren, nicht nur Wasser. Und die Folge ist oft dabei, dass die Leute auch inkontinent durch solche Sachen werden. Ne? Das heißt, die brauchen viel Kalium, den muss man wieder in den Kaliumhaushalt auffüllen, damit die sozusagen diese Schließmuskelkontraktion wieder in Ordnung geht. Ne? Und diese Darmproblematik, die wir in den letzten Jahren haben, hängt damit zusammen, weil wir essen Sachen heute, die nicht mehr die richtige pH-Wertregulierung im Magen und auch im Dünndarm machen und dadurch eben Bakterien, die normalerweise im Magen abgetötet werden sollten und gar nicht sozusagen wie eine Schleuse ist das ja der Magen, wandern in den Dünndarm und machen da die Entzündungsprozesse, die gehören ja nicht dahin. Ich sehe schon, wir hätten noch mehr Themen zum Besprechen, nebst dem Wasser. Vielleicht noch, würdest du empfehlen, dass wir uns alle mal irgendwann mal so eine Dunkelfeldmikroskopie uns anschauen und mal schauen, wie sieht eigentlich unser Blut aus? Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben einige Patienten, also sehr viele Patienten bei uns in Bochum, meine Lehnfrau ist ja Heilpraktikerin, die kommen einmal im Jahr zu so einem Check-up. Das ist so, wie zu sagen, wenn man im Auto fahre ich immer zum TÜV, muss oder ne? So kommen die einmal im Jahr, dann gucken wir das Blut an. Bei manchen muss man nichts tun oder etwas tun, weil man muss immer davon ausgehen, auch wenn man Leute tumorerkrankt oder so kriegen, das sind ja nicht Prozesse, die von heute auf morgen entstehen. Das sind ja lange Prozesse. Und man sieht ja wirklich im Dunkelfeld, wie das Blut sich weiter verändert, wenn man bei etlichen Leuten, weil ich habe ja sehr viele Leute damals in dem Institut gesehen, die schwer krank sind, da konnte ich genau sehen, wie die Prozesse in beide Richtungen gehen können. Wenn wir die behandelt haben, ging es wieder in die Aufwärtsentwicklung und ansonsten ging es in die andere Richtung. Also man braucht eine Zeit und das ist, glaube ich, was uns Menschen heute auch fehlt, diese Geduld. Und wir brauchen Geduld. Also mein Chef hat immer gesagt, Sie können einen Baum pflanzen, da können Sie beten, wie Sie wollen. Der braucht seine Zeit, der wächst nicht in 3 Tagen, nur weil Sie das wollen. Und so ist bei jeder Erkrankung auch. Jede Erkrankung, muss man sagen, hat auch bestimmt seelischen Ursprung ist dahinter. Hat er immer gesagt, er hat immer gesagt, denken Sie dran, gucken Sie mal nach, nicht nach dem Motto, wie man immer sagt, warum passiert mir das? Er hat immer gesagt, sagen Sie immer zu dem Patienten, Sie sollen nicht mal die Frage stellen, was soll mir das zeigen? Dann hat man einen ganz anderen Ansatz dazu. Dann denkt man über dran nach und versucht nicht von einer Sache in die andere wieder zu rutschen. Also das halte ich für sehr wichtig. Ja, ich auch. Ja, das sagt heute auch die Psychoneuroimmunologie oder auch die Psychosomatik. Genau, diese Zusammenhänge sind da. Und letztendlich hat immer jedes Leid auch was Gutes. Richtig. Man hat die Chance auch. Haben wir einige Leute, genau, richtig. Einige Leute, die sozusagen sofort die Reißleitern gezogen haben und gesagt haben, also okay, das ist mir jetzt einmal passiert, jetzt trete ich kürzer. Und man sieht die Erfolge auch. Ne? Das ist schon eine spannende Sache, auf jeden Fall. Ne? Ich möchte eigentlich in den Schluss kommen, aber nochmals zusammenfassen. Einmal im Jahr so eine Besichtigung des Blutes, okay. Aber es kann nicht einfach nur sein, dass ich in 5 Minuten jemand habe, der das schnell anschaut, Diagnostik macht und fertig. Das ist eigentlich eine Entlarvung eines unseriösen Betrachters. Das ist das, was die Methode also nicht sein sollte, auf jeden Fall. Und das ist ganz wichtig, dass man eben diesen Zeitraum, und wenn man diese da mal sich aus der Praxisarbeit das nicht erlauben kann, dann solltest du es nicht machen. Das finde ich nicht korrekt. Also ich bilde auch Leute aus darin und versuche denen immer klarzumachen, weil wir auch die Mikroskope dazu verkaufen, damit die Leute auch was optisch Gutes haben, weil es gibt oft Leute, die versuchen, was Preiswertes zu kaufen, aber ich habe immer gesagt, du kannst auch nicht in Bergen mit dem Opernglas gehen, da muss ich einen Feldstecher mitnehmen, damit ich was sehen kann. Und hiermit ist genauso. Und dann frage ich als Erstes immer, haben Sie überhaupt die Möglichkeit, dass Sie sich diese Zeit dafür nehmen? Wenn Sie die nicht haben, dann ist es, lohnt sich nicht, so ein Gerät zu kaufen, weil dann ist es eh nicht das, was eigentlich wert ist, auch in die Richtung. Und das finde ich ganz wichtig, dass man den Leuten schon vorher klar macht, nicht um Verkaufen, sondern sagt, okay, wenn du das hast, dann musst du auch sozusagen die Zeit dafür nehmen können. Ne? Wenn jetzt gerade noch Heilpraktiker oder Ärzte zuschauen und die sagen, es ist jetzt schon sehr spannend, was du gerade sagst, und ich möchte gerne mich ein bisschen mehr Informationen haben, mehr schlau lesen, hast du da eine Homepage, die du empfehlen könntest? Ja, ich habe eine Homepage, wir machen seit etlichen Jahren Kongresse, die nennt sich immer Kongress für Ganzheitmedizin. In diesem Jahr wollen wir den 9. machen, aufgrund der Situation, die wir zurzeit mit Corona haben uns entschlossen, weil wir 2-3 Jahre Pause gemacht haben, dass wir dieses Jahr den in Online-Form machen werden. Also auch mit Vorträgen dabei und so weiter und auch mit einer richtigen virtuellen Messe dazu, weil ich finde, das muss auch einen optischen Rahmen haben. Und die können sich bei uns am besten über die Seite info@wickert-gesundheitsforum melden oder unsere Internetseite, die wir zurzeit im Netz auch stehen haben, die heißt www.wickert-gesundheitsforum.de.
wickert-kongress.de. Gut, und da gibt's und da können alle Therapeuten sich melden und gut. Wenn noch Fragen sind, können sie mich auch gerne anschreiben oder an E-Mail. Ich gehöre auch noch zu der Gruppe, die noch mit Telefon arbeiten. Ich bin also nicht nur der E-Mail-Schreiber. Ich finde auch manchmal sind Gespräche doch sehr wichtig, die heute, meine ich, in der modernen Zeit oft zu kurz kommen. Dann schreibt man 10-mal hin und her. Jetzt könnte man manchmal in 2 Gesprächen alles lösen. Also ich, vielleicht gehöre ich zur alten Garde, aber ich finde Kommunikation ist, das auch dieses Jahr, sieht man ja auch hier bei unserem Gespräch, das hat eine ganz andere Dimension, als wenn ich damit jemand nur immer hin und her schreibe, auf jeden Fall. Also das ist so meine Welt in der Richtung. Danke dir ganz herzlich. Lieber Karl-Heinz Wickert, war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was für eine Ehre und was für ein Glück, hier in die Klinik zu kommen und ihn gleich zu treffen. Ich sage immer noch, einer der letzten Päpste im Bereich der Dunkelfeldmikroskopie. Und jetzt konnten wir Ihnen hier ein bisschen mehr ein Bild zeigen, wie wichtig und wie bedeutsam eigentlich diese Diagnostik der Dunkelfeldmikroskopie war. Ich wusste es persönlich ehrlich gesagt auch nicht. Erst als die Frau Petra Wichel mir gesagt hat, was sie manchmal wirklich mit Tränen in den Augen über Stunden tief in die Nacht rein dieses Blutbild anschaut für Patienten und einfach nur glücklich ist und Freude hat zu sehen, wie sich das Leben innerhalb unseres Blutes sich mitentwickelt. Und ich finde das auch, ist eine ganz bedeutsame Geschichte und wir sollten uns alle damit ein bisschen mehr beschäftigen. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie sich das auch mal anschauen mögen bei einem seriösen Anbieter von solchen Dienstleistungen und dass Sie dann ebenfalls staunen und staunen, was sich da in Ihrem Blutbild zu zeigen gibt. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.